Tief im Schatten alter Röstern, starren Kreuze hier am düstern Uferrand. Aber keine Epitaphe, sage uns, wer unten schlafe, kühl im Sand. Still ist's in den weiten Auen, selbst die Donau ihre blauen Wogen hemmt. Denn sie schlafen hier gemeinsam, die Fluten still und einsam angeschwemmt. Alle, die sich hier gesellen, trieb Verzweiflung in der Wellen kalten Schoß. Drum die Kreuze, die da ragen, wie das Kreuz, das sie getragen, namenlos. Gedicht von Graf Wickenburg. Der Namenlosen, setz dich her, nimm Platz, ich habe nämlich gleich was zum Überreichen, das trifft sie nämlich super, die Einladung zur heurigen Halloween-Home-Tour. Wir sehen uns dann, ich freue mich schon. Bis bald, Papa. Gesehen. So schnell ist das eine Jahr wieder vergangen, seit der letzten Halloween-Führung. Und ja, es gibt wieder ein neues Halloween-Video, eine neue Halloween-Home-Tour. Herzlich willkommen, schau dich gleich einmal um. Es gibt wieder jede Menge Neues zu entdecken in der ganzen Wohnung. Begonnen hier im Vorraum mit verschiedenen Vintage-Karten. Das macht mir immer besonders viel Spaß, dieses Schuhregal mit Vintage-Karten zu verzieren. Hier die Sitzbank, das sind verschiedene Haunted Houses Kissen. Das ist ein Thema hier im Vorraum heuer. Die Spukhäuser, verschiedene. Verschiedene Herbst-Teelichter und Lampen, Kürbislampen, ein bisschen herbstlich verziert.
Die Matte hier, die ist neu, die ist vor heuer aus Amerika von Joann's. Die hat mir einfach gut gefallen und es war schon abverkauft drüben in Amerika. Hier auf dem Regal ist heuer unter einem herbstlichen Setting dekoriert. Es sind verschiedene Sonnenblumen, verschiedene Herbstfrüchte, also Maiskolben, samtige Pumpkins. Damit nicht überall immer nur Halloween ist, auch ein bisschen herbstliche Deko. Dann werden wir hier jetzt weitermachen. Hier zeige ich dann nämlich hier oben in der ersten Reihe, hier ist heute heuer Haunted Houses Thema mit Büsten, verschiedene. Die werde ich dir auch nach der Reihe immer gleich zeigen. Ich werde sie aufdrehen. Sie haben eigentlich einen Sensor, aber ja, nachdem die dann immer wieder angehen, sind sie jetzt mal abgedreht. Ich werde sie für dich aufdrehen. Dann hier geht es weiter mit einem Spukhaus, das ist neu. Heuer die nächste Büste, die werde ich da jetzt auch aufdrehen. So. Okay. Die mag ich jetzt nicht, die ist auf Sense eingestellt, aber das werden wir gleich mal kurz austricksen. Ja, nein, geht nicht. Okay. So, was steht da oben? Off und Sensor. Okay. Der mag momentan nicht. Keine Ahnung. Eigentlich sollte er jetzt sein Klappergestell klappern, aber gut, er mag nicht. Ein nächstes Spukhaus und dahinter ist auch eines. Das sind verschiedene Lichterketten, Geisterlichterketten oder auch eine Candycorn-Lichterkette. Einfach zur Verzierung, damit es auch ein bisschen beleuchtet ist da oben. Die Medusa ist neu, die leuchtet überhaupt still vor sich hin, die hat keinen Soundeffekt. Dann haben wir ein Haunted House mit Effekten von Cracker Barrel. Das werde ich da jetzt aufdrehen. Dann geht es hier oben weiter mit der nächsten Büste. Das ist Frankensteins Braut und dahinter links daneben gleich Frankenstein mit seiner Braut. Dann hier haben wir verschiedene Halloween-Deelichter. Das ist auch immer wieder, seit vielen Jahren brennen hier die ganzen Halloween-Deelichter. Ja, das macht einfach ein stimmungsvolles Bild immer am Abend. Das schaut sehr gemütlich aus. Hier unten sind einige Kastanien und Kürbisse stehen. Und hier im Forum, ich werde da gleich die ersten Halloween-Kerzen, die neuen, vorstellen. Und zwar zwei Stück von Yankee Candle, die ich aus Amerika mitgenommen habe. Hier habe ich es mal schon bereitgestellt. Sind US-exklusiv gewesen, also bei uns in Europa hat es die heuer nicht gegeben. Die Witches Brew im klassischen Hauswurmer heuer wieder mit einem Limited Edition Label. Dieses Jahr haben wir ein Spukhaus, also passt ja hervorragend hier
in meinen Vorraum zu den Haunted Houses. Genau, den Duft, ich glaube, den kennst du ja schon. Das ist ein alter Bekannter eigentlich, der Witch's Brew. Das ist einfach ein sehr patchouli-lastiger, erdiger Duft und passend für Halloween, also richtiger Klassiker eigentlich. Dieses Mal eben in diesem schönen Limited Edition Label, in der Version. Anscheinend bringen sie jetzt in Amerika jedes Jahr Witch's Brew mit einem neuen Limited Edition Label raus. Ja, musste natürlich gleich mit, und einen weiteren habe ich in Amerika mitgenommen. Den einzigen Halloween-Duft heuer. Er heißt Enchantress Spell und sieht so aus. Auf dem Label sind verschiedene so, ja, Fläschchen mit verschiedenen Tränken, Hexenkessel mit, von dem Rauch aufsteigt. Rosenblätter sind abgebildet. Die Wachsfarbe ist ein dunkelrot. Und wie wird wohl sowas riechen, nachdem Rosenblüten auch abgebildet sind am Label? Natürlich riecht es nach Rosen. Und zwar hat es ein bisschen einen erdigen, patchouli-lastigen Touch mit einer pudrigen, parfümigen Rosennote. Ja, ist ein bisschen jetzt nicht ein typischer Halloween-Duft, aber unter der Vermarktung funktioniert er eigentlich recht gut und mir gefällt er auch gut. Den hat es leider bei uns hier in Europa her nicht gegeben, den Duft. Leider, leider. Aber ziemlich netter Duft. Und jetzt würde ich sagen, machen wir gleich weiter. Es gibt ja noch viel zum Anschauen. Geh einfach mal weiter, schau dir in Ruhe das Badezimmer mal an. Da ist vorher auch wieder ein neuer Duschvorhang. Und hier ist wieder mit Seifenspendern, mit verschiedenen Geistern, verschiedene Lichter, damit es relativ gemütlich auch im Badezimmer ausschaut. Ja, jetzt machen wir gleich hier weiter. Es geht. Wir machen so die ganze Hausführung, Wohnungsführung, und wir machen weiter mit dem Schlafzimmer. Hier herinnen, hier am Boden vor meiner Bettseite ist ein neues, ein neuer Teppich mit einem Haunted House Motiv. Der ist vom Target aus Amerika. Über den habe ich mich voll gefreut, dass ich den gefunden habe. Den habe ich vorab im Video schon gesehen und ja, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es den noch gibt, während ich drüben bin. Und hier kannst du dir einfach überall umschauen. Hier ist wieder sehr herbstlich dekoriert in dem Raum mit ab und zu ein paar Flecken vor Halloween. Genau, hier sieht man die ganzen Kürbisse mit Pilze, und auch im Hintergrund sind verschiedene Teelichter. Einfach, dass es schön gemütlich hier im Schlafzimmer ausschaut. Es brennen da Duftkerzen herinnen. Der Pumpkin da unten, der ist auch neu. Der ist auch aus Amerika, auch vom Target. Der leuchtet besonders schön. Und wie es denn natürlich gehört, gibt es ja wieder Halloween-Bettwäsche, ein bisschen Vintage inspiriert, die schwarze Black Cat und ja, verschiedene Kissen im Hintergrund. Die Fledermaus, die ist aus dem letzten Jahr aus Amerika, die kennst du schon. Schaut ziemlich gemütlich aus. So, und jetzt geht weiter in den nächsten Raum. Hier, genau hier. Hier, das ist der Grim Reaper. Der leuchtet den Räder jetzt auf. Ah, nein, der leuchtet doch nicht hier. Der leuchtet nur so. Oje. Na, warte. So. Jetzt leuchtet er. Und hier herunten, hier steht ein Rabe. Der hat auch wieder einen Sensor. Den werde ich jetzt wieder aktivieren. Ja,
So, jetzt ist er wieder abgedreht. Hier auf der Seite die Fledermaus hier, die ist auch von Joanne's von heuer aus Amerika mitgenommen. Das ist eigentlich ein Eisenschild. Ja, hat mir aber einfach gefallen. Dieses, ja, Vintage-inspirierte Fledermaus-Bild. Dann hier Herbstkranz einfach. Und hier geht's weiter. Schau dir einfach um. Genau, hier herunten sind wieder meine Kürbishäuschen. Die habe ich schon seit sehr vielen Jahren, also sicher schon 4 Jahre oder 5 Jahre jetzt mittlerweile. Dann hier auf der Kommode ist heuer mit dem Thema Spinnen und Geister. Und meine Headless Horsemen, die sind natürlich auch vertreten. Das ist ein neues Blechschild, The Magic Begins. Hat auch ein bisschen etwas von Vintage Charakter. Dann hier in der Ecke da drüben, da ist so ein Basket, so eine schwarze Katze. Hier herunten ist auch eine schwarze Katze, die schaut da unter dem Blumentopf hervor. So eine Spike-Katze aus Salem. Jetzt, genau, jetzt funktioniert's. Sind schon ganz voller Spinnennetze. Hier ist eine. Und hier versteckt sich auch eine. Und dann geht's schon weiter. Wir gehen ins Wohnzimmer, da ist nämlich das große Regal, also das Vintage-inspirierte Regal. Das schauen wir uns jetzt an, komm einfach hin. Hier in der Ecke von McLaren. Das sind verschiedene Bilderrahmen. Wenn du aus dem richtigen Winkel schaust, dann siehst du da, dass sie die Bilder eben verändern. Und so. Siehst du es? Es spiegelt ein bisschen, gell? Dann, was ich dann noch zeigen wollte, ist hier der Geist. Der ist aus Amerika. Der ist vom Dollar Shop. Der hat auch einen Bewegungssensor. Sie jetzt schon umgeschaut. Das sind wieder die Spukhäuser unter den Glasglocken drinnen. Und am Boden ist mein geliebter singender Kürbis. Hier in der Ecke, das sind verschiedene Lichter,
verschiedene Blattmotive oder Bäume mit Ästen. Das schaut auch ganz nett aus, immer wenn es finster ist. Auf dem Sofa sind verschiedene Halloween-Kissen. Da sind einige Highlights dabei. Die rechts, die Kürbisse zum Beispiel, sind Highlights. Der Orange ist vom Target von, ich glaube, vor 2 Jahren. Und der untere, der schwarze, der ist neu von der Joanne aus Amerika. Genau. Ich würde sagen, setz dir jetzt einfach mal kurz her. Ich werde da nämlich die neuen Gringle Halloween Kerzen vorstellen. Ich habe mir 4 Stück genommen. Es hätte viel mehr gegeben, auch von Country Candle hätte es eine limitierte Edition gegeben, aber das waren mir zu viele. Ich habe mich dann auf 4 Stück heuer dann beschränkt und habe einige Highlights für mich genommen, die von den Labels her einfach traumhaft sind. Zum Beispiel aus der klassischen Halloween-Reihe mit dem schwarzen Glas habe ich mich heuer für den Haunted Hollows entschieden. Das ist der mit dem Spukhaus oben. Und so, jetzt riechen wir mal. Ja, für mich hat der ein bisschen an erdigen, patchouligen, schon Halloween-mäßigen Vibe mit einer Kräuternoten drin. Also da hat ein bisschen etwas von, vielleicht ist noch irgendeine Frucht drin. Eine Spur vom Apfel vielleicht. Aber auf jeden Fall kräutermäßig und so einen erdigen, muffigen, ich würde sagen fast patchouli-lastigen Touch. Der Haunted Hollows vom Label her einfach nur traumhaft. Und wie du heuer gemerkt hast, also ich bin ja ein großer Fan von so Haunted Houses, also so Spukhäusern, Geisterhäusern. Von daher musste der auf jeden Fall mit. Und dann hat es eine neue Kollektion heuer gegeben von Gringle Candle. Das war so eine Limited Edition. Da haben die Gläser ein bisschen anders ausgesehen. Also nicht komplett schwarz, sondern so mit Schattierungen. Und von der Kollektion habe ich mir 3 Stück genommen, von insgesamt 6. Der eine, der hier, der Ghosts Spirits, der hat mir einfach auch vom Label her total gut gefallen mit diesen Geistern im Kürbisfeld. Schaut doch wirklich sehr Halloween-mäßig aus. Also gefällt mir richtig gut. Zum Duft, obwohl hier irgendwelche Pumpkins oben sind, er ist überhaupt nicht kürbismäßig, sondern eher ein sehr frischer Duft. Ja, und ein verspielter Duft, frisch, fast schon etwas Grünes dabei. Es könnte eigentlich auch ein Frühlingsduft für meine Nase eben sein. Ist kein typischer Halloween-Duft, aber vom Label her einfach nur ein Highlight. Und freue mich natürlich auch, dass ich den hier in meiner Sammlung habe. Dann habe ich mich entschieden für den Witch Magic Spellbooks. Da schaut das Label auch einfach nur traumhaft aus. Mit den Büchern und dem Hexenhut oben, mit der Kerze, also schreit auch nach Halloween einfach. Und hier haben wir einen leicht pudrig, parfümigen, blumigen Duft. Ja, ist auch kein typischer Halloween-Duft. Da gefällt mir auf jeden Fall das Label. Vom Duft her, ja, ist es jetzt nicht unbedingt so richtig meins, aber ja, das Label ist einfach richtig schön bei dem. Und es gibt noch einen 4., für den ich mich entschieden habe. Einfach, das waren einfach Labelkäufe. Cute Black Cat on a Pumpkin, also die süße schwarze Katze auf einem Kürbis. Ja, zum Label braucht man gar nichts sagen. Sieht wirklich sehr bisschen Vintage inspiriert aus, gezeichnet. Und ja, wirklich niedlich einfach. Und hier der Duft, das ist eben ein typischer Pumpkin-Duft der etwas schwereren Art. Würde ich sagen, es ist jetzt kein Spice-Pumpkin-Duft, sondern eher
ein Pumpkin-Duft, der vielleicht sogar eine Maple-Note drinnen hat. Also es ist schon etwas sehr Heftiges und Intensives. Ja, ist jetzt nicht mein liebster Pumpkin-Duft, aber die Kerze ist natürlich ein Highlight mit diesem Label, die Cute Cat. Cute Black Cat on a Pumpkin. Also waren, wie gesagt, reine Labelkäufe bei den Halloween-Düften. Ich bin aber zufrieden. So, und jetzt würde ich sagen, wir machen gleich weiter. Ich stehe jetzt auf und lasse dich wieder schauen hier in Ruhe. Schau dir das neue schwarze Regal an. Am besten ist, du fängst vor. Ja, und den Mond darfst du nicht vergessen. Schau dir den Mond an. Der ist schon vor der Spinne, ja, voller Spinnweben. Genau, ganz oben ist wieder da die Joanna Baker mit dem Paravent, mit dem kleinen. Verschiedene Figuren, manche sind Vintage inspiriert. Einiges ist von der Joanna Baker eben dabei. Du kannst ruhig näher hingehen und dir das in Ruhe anschauen. Also die Joanna Baker Kollektion, die wächst. Von der Künstlerin bin ich ein großer Fan. Hier sind auch wieder einige Sachen von der Joanna Baker dabei, dann verschiedene Geister, Nussknack im Hintergrund, ein paar Schilder, Witches Brew, Trick or Treat, einige Geister, dann sind schwarze Katzen dabei, die Vintage inspiriert mit den Partyhüten. Jetzt kommen meine Highlights aus dem heurigen Jahr, die sind also frisch eingezogen, die weißen Geister und die kleinen weißen Pumpkins mit den Geistermotiven. Und die Vitrine darfst du natürlich auch nicht vergessen. Da leuchtet es natürlich auch. Das habe ich auch verfeinert mit verschiedenen Lichterketten. Der, ja, genau dieser Pumpkin, der ist neu. Vom Target aus dem heurigen Jahr. Also der hat mir recht gut gefallen und der flackert so schön einfach unterhalb, wenn du ein bisschen unterhalb schaust, da ist jetzt weg. Wenn du unterhalb schaust, die Schilder hier mit Trick or Treat und Happy Halloween, die schon auch so Vintage inspiriert aus Happy Halloween überhaupt, so wie der Türkranz bei der Eingangstür. Jetzt würde ich sagen, setzt die einfach hin und ich zeige dir die nächsten Kerzen. Hier am Tisch, hier brennt ein Yankee Candle, Crisp Campfire Apples. Das ist jetzt kein Halloween-Duft, aber ein sehr herbstlicher, rauchiger Apfelduft. Der brennt im Skelettholder, Candleholder. Und hier habe ich verschiedene Goose Creek Kerzen aus dem letzten Jahr. Die sind nicht aus der heurigen Kollektion, sondern aus der von 2023. Beim letzten Mal, also letztes Jahr, als du hier warst, hatte ich sie noch nicht. Ich habe sie am Jahresanfang in einem Sale gekauft. Deswegen stelle ich sie dir vor, einfach weil sie mich vom Label her total begeistert haben, weil es eine Vintage-inspirierte Kollektion war. Und deswegen, du weißt ja, musste ich sie haben. Ich mag das Vintage-Design, egal ob jetzt bei Halloween oder generell. Und die zeige ich dir jetzt, aber die Labels sind sehr dunkel, deswegen werde ich jetzt kurz Licht machen und dann kannst du es nämlich besser erkennen. Dann kannst du nämlich auch die Labels in voller Schönheit eben bewundern. Wir fangen an mit Creepy Critters, also
Hier ist eine Fledermaus oben und eine schwarze Katze. Dann sind verschiedene schwarze Katzen verstreut beim Label. Für mich ist es auf jeden Fall ein holziger, rauchiger Duft mit einer Marshmallow-Note, also ziemlich passend für Halloween. Generell für den Herbst aber auch durch dieses lockere, Marshmallow-mäßige mit doch einer rauchigen und holzigen Unternote der Creepy Critters. Also vom Label her natürlich wirklich ziemlich nett, würde ich sagen. Passend zu Halloween. Aus der gleichen Kollektion, da geht es weiter, da hat es einige gegeben, die sind alle ähnlich. Der Howling Winds. Hier haben wir wieder eine Fledermaus oben, ein Vollmond. Und das sind, was ist das? Das sind Raben. Genau, das sind so Rabenbilder. Der Howling Winds. Der geht für mich auf jeden Fall in eine maskuline Richtung, hat etwas von ja, Rasierschaum, könnte auch Deo sein. Auf jeden Fall ein blauer Duft, jetzt nichts Weltbewegendes, würde ich sagen, für die Halloween-Zeit, aber vom Label her passt es auch. Und das ist auf jeden Fall der maskuline Duft in der Kollektion gewesen. Dann haben wir Black Licorice Cupcake, hier ist das Label rot mit einer schwarzen Rose und dann haben wir eine Fledermaus und hier im Hintergrund sind auch Fledermäuse und das ist ein Herz. Der war eine große Überraschung, denn so kenne ich eigentlich einen Halloween-Duft gar nicht bis jetzt, das ist nämlich ein Lakritz-Duft. Doch, von Yankee Candle gibt es einen Lakritz-Duft. Hier, der ist auf jeden Fall noch intensiver wie der von Yankee Candle. Und man muss für den Duft auf jeden Fall Lakritz mögen. Vom Cupcake, hier steht nämlich Cupcake noch dabei. Vom Kuchigen rieche ich hier jetzt eigentlich nichts, sondern eher die Lakritz im Vordergrund. Also die ist sehr dominant in dem Duft. Ja, Überraschung auf jeden Fall, den es in der Form so nett immer wieder gibt. Dann machen wir weiter mit dem Wicked Woods, der gehört auch in die gleiche Kollektion. Hier haben wir eine Motte am Label, eine Eule und hier sind verschiedene Herbstblätter abgebildet. Der schaut jetzt gar nicht so Halloween-mäßig aus. Die Eule, ja, könnte Halloween sein, aber auch eher herbstlich. Aber durch die Motte, ja, passt in die Halloween-Kollektion natürlich rein. Und der Wicked Woods, der ist auf jeden Fall, obwohl Woods im Namen steht, gar nicht so hölzern, sondern eher zitrisch nach Bergamotte. Hat einen super, super frischen Charakter. Könnte ein bisschen in die Spa-Richtung gehen. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr frischer Duft. Der Wicked Woods ist auch kein typischer Halloween-Duft. Aber ja, mir gefällt er auf jeden Fall. Dann Trick or Treat. Hier ist auch das Label einfach wirklich bezaubernd mit der kleinen schwarzen Katze im Jack-O-Lantern drinnen und mit diesem Vintage-Geist. Hier sind verschiedene Kürbisse oben. Das ist auf jeden Fall ein Klassiker. Trick or Treat, den gibt es bei Goose Creek seit Jahren. Ich habe auch den alten Hauswurmer noch daheim und den Duft, den liebe ich. Also das ist auf jeden Fall einer, den es in der Form von keinem anderen Anbieter gibt. Und der ist einfach nur super lecker. Das ist der nach Apfel riecht und nach Gebäck, also nach Graham Cracker, mit einer leichten schokoladigen Note drinnen. Also wirklich herrlich, liebe ich. Und in der Version mit dem Vintage Design muss er natürlich einziehen. Also ist eigentlich sogar mein absoluter Liebling von den Designs her, von der Kollektion, aber dadurch, dass sie eben alle Vintage inspiriert sind, gefallen sie mir alle aus der Kollektion. Das war mir die eine Kollektion und dann hat es letztes Jahr von Goose Creek dann noch drei gegeben in der Halloween-Reihe.
So, mit welchen fangen wir da an? Die waren irgendwie eigenständig, also die haben wieder eigene Labels gehabt. Und zwar haben die Gesichter oben gehabt. Da habe ich den Candy Corn. Das ist so eigentlich so das Label an weißen Kürbis. Zeigen mit so ja, geschnitzten Augen, Jack-O-Lantern. Und das ist eben Candy Corn von Goose Creek. Süß, zuckrig, riecht nach dem Candy Corn, hat eine Marshmallow-Note drinnen. Also jeder, der Candy Corn kennt, weiß, was ihn hier erwartet bei dem Candy Corn. Dann hatten wir den Campfire Deals. Das ist der hier aus der Kollektion. Und bei dem, er riecht wieder mal sehr vanillig. Man könnte denken, es ist ein bisschen wieder Marshmallow drinnen. Es ist auf jeden Fall eine buttrige Unternote vorhanden bei dem Duft. Mit Vanille, also buttrig, Vanille. Es könnte auch Buttercream sein, eben. Campfire Deals. Ist auf jeden Fall für Foodie-Liebhaber geeignet. Und der letzte, der dritte, ist der Pumpkin Carving. Das ist der in Orange gehalten. Und obwohl Pumpkin oben steht am Label, finde ich, dass es kein reiner Pumpkin-Duft ist, sondern eher ein Pumpkin-Apple-Duft. Also es könnte auf jeden Fall dieses Fruchtige, was man hier riecht, eine Apfelnote sein. Könnte eine Abwandlung vom Pumpkin-Apple sein. Genau, also der gefällt mir auf jeden Fall. Pumpkin Apple mag ich immer wieder gern und in der Version ist er auf jeden Fall unerwartet. Es gibt nämlich einen Pumpkin Carving, den gibt es als Housewarmer, also eine alte Version. Und ich bilde mir ein, dass der definitiv anders gerochen hat früher, wie dieses Repackaging in Dreidoch-Design. Der hat nämlich, also im Housewarmer, der hat nämlich schon irgendwie mehr nach Pumpkin gerochen und die Apfelnote war nicht vorhanden. Genau, das sind die vom letzten Jahr. Ich wollte sie dir auf jeden Fall unbedingt zeigen, denn sie sind bei mir eben neu eingezogen und wenn nicht jetzt in dem Halloween-Video bei der Halloween-Home-Tour, wann dann? Genau, und ich sehe, es ist schon wieder ziemlich vorangeschritten, die Zeit. Deswegen, ich glaube, du musst da wieder gehen. Deswegen werde ich dich jetzt wieder zur Tür begleiten. Genau, ich hoffe auf jeden Fall, es hat dir wieder gefallen im heurigen Jahr, die Home-Tour. Und ich freue mich natürlich schon auf das nächste Jahr. Komm gut heim und schön, dass du hier warst. Bis bald. Baba.